Herzlich willkommen bei 21 BauTV. Heute wieder ein Blick auf die Arbeiten. Entschuldigung. Sie arbeiten am neuen Steg. Jetzt ist mir auch klar, warum die Querträger so tief waren. Es ist ja logisch, unten die Querträger und dann oben die Längsträger. Interessant, man sieht da einige kleine Stützen und es sieht aus, als gäbe es eine Höhenanpassung. Ich zoome jetzt gleich mal rein, aber der Ton zoomt ja mit rein, deswegen hört man mich dann nicht so gut. Deswegen erst wieder später. Die nächsten Stützen sind bereit. Da kann es also weitergehen und es läuft dann an der Bahnhofsmission links vorbei. Vielleicht gibt es auch einen Anschluss hier direkt rein. Ja, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil da vorne reicht es ja dann. Und da unten steht das nächste Einhausungselement bereit. Wie schon oft angesprochen, aber für alle, die neu auf Kanal sind, man muss natürlich hier einen ordentlichen Überbau haben, damit keine Gefahr entsteht, wenn die Schwerlasten transportiert werden. Wir haben es vorhin vielleicht ein bisschen im Seitenblick gesehen. Drüben der Kran hat gerade einen Baustahl transportiert und da unten sieht man, die nächste Ladung steht bereit. Dann muss das natürlich eine sichere Einhausung haben, also der Überweg. Dann nochmal zurück. Die
Die schweren Stahlträger sind drin. Und Paul hat Feierabend, das sieht man auch. Er wird jetzt wieder abgebaut, das Gewicht wird verstaut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.